Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch mal ein neues Open-World-Tier-Survival-Spiel zeigen möchte. Und zwar heißt das Spiel Primal Earth. Es soll tatsächlich noch diesen Sommer erscheinen. Geplant war zwischen Juli und August, also ab dem jetzigen Zeitpunkt ungefähr nur noch 2 Monate. Ist gar nicht mal so lange, aber das wird dann vermutlich eine Early-Access-Version sein. Und bedenkt auch bitte, wo wir gerade beim Thema Early-Access sind, alles, was ihr im Hintergrund seht, die Videos und Bilder, das ist auch alles von der Vorabversion. Das ist noch nicht das finale Spiel, was ihr da sehen könnt. Ich verlinke euch mal den Steam-Link von dem Spiel unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das da nochmal ein bisschen genauer angucken und vielleicht auch auf die Wunschliste packen, wenn ihr daran Interesse habt. Und für mich ist auch ganz wichtig, wenn ihr mehr über dieses Spiel erfahren wollt, wenn ihr das Spiel interessant findet, dann lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like wissen. Dann kann ich auch in Zukunft gerne weitere Videos machen. Oder das Spiel vielleicht für euch mal antesten und euch dann einen Bericht erstatten, wie das Spiel dann sich im Endeffekt spielt. Also lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, wenn euch das Spiel interessiert. Und jetzt gibt es noch ein paar Fakten über das Spiel natürlich. Das Spielprinzip ähnelt sehr stark The Isle, halt nur mit Tieren statt mit Dinosauriern. Man fängt sozusagen als kleines Tier an, muss dann fressen, trinken, möglichst nicht gefressen werden und dann heranwachsen, um stärker zu werden und höher an der Nahrungskette dann zu stehen. Ziel des Spiels ist es logischerweise dann, möglichst lange zu überleben, so wie im echten Leben halt auch. Und es wird in dem Spiel dann auch sehr viele verschiedene Tierarten geben, die man dann spielen kann. Allerdings ist es halt so, dass einige der Tiere, die ich euch jetzt gleich aufzählen werde, also ich erzähle euch gleich so ein paar Beispiele auf, aber einige davon werden halt noch nicht von Anfang an im Spiel sein, aber die sind dann halt geplant oder kommen in der Zukunft. Aber ich fange einfach mal an so ein bisschen mit der Liste. Wir haben da einmal das Nilpferd, den Geparden, das Zebra, den Kaffernbüffel, das Nashorn, die Giraffe, den Löwen, den Elefanten, das Nilkrokodil und viele weitere. Und all diese Tierarten werden dann auch ihre ganz speziellen Fähigkeiten haben, mit denen sie sich zum Beispiel verteidigen oder mit denen sie ihre Beute zu Fall bringen. Das wird dann auch sehr, sehr interessant werden. Und jetzt gehe ich noch mal ein bisschen genauer auf das Wachstumssystem ein. Es ist nämlich so, dass man nur über Zeit passiv wächst. Also es gibt keine Quests oder sowas, mit denen man das beschleunigen kann, sondern man muss einfach am Leben bleiben und dann Zeit vergehen lassen, um größer zu werden. Und damit ihr mal einschätzen könnt, wie lange das so ungefähr dauert, habe ich hier ein paar Beispieltiere. Unter anderem den Schakal, der braucht 30 Minuten von Baby bis Erwachsen. Dann haben wir den afrikanischen Wildhund und den Geparden. Die brauchen 1 Stunde 15 Minuten, um komplett auszuwachsen. Die Hyäne und der Leopard, die brauchen jeweils 2 Stunden. Der weibliche Löwe braucht 2 Stunden 30 Minuten. Der männliche Löwe braucht 3 Stunden. Und jetzt wird es nochmal ganz interessant, denn das Nilkrokodil, das wächst so lange, bis man stirbt. Und es ist da so geregelt, je größer man wird, desto langsamer wächst man. Also man kann wirklich ein riesiges Nilkrokodil werden, wenn man richtig lange am Leben bleibt. Aber halt je größer man wird, desto immer mehr wird das Wachstum halt verlangsamt. Und es ist bei dem Spiel auch so, wenn man stirbt, muss man wieder als Baby anfangen. Also dann ist der Charakter sozusagen komplett tot und man muss ein neues Leben beginnen. Interessant ist natürlich auch nochmal die Frage, wie kommt man an Wasser und Nahrung? Also Wasser muss man halt finden logischerweise und Nahrung muss man im besten Fall erlegen, indem man andere Spieler tötet. Es wird auch den ein oder anderen Fressspot geben, wie zum Beispiel irgendwelche Kadaver oder sowas, wo dann kleinere Räuber oder Babys sich ernähren können. Aber als ausgewachsener Löwe zum Beispiel muss man halt wirklich aktiv auf die Jagd von anderen Spielern gehen. Es wird da also keine ausgewachsenen Gnus oder sowas geben, die vom Computer gesteuert werden und leichte Beute sind. Also da gibt es halt nur dann so kleine Spots, die halt für große Räuber ein bisschen zu wenig Nahrung bieten. Und als Pflanzenfresser muss man natürlich dann die dementsprechenden Pflanzen suchen und diese dann vertilgen. Es soll auch sowas wie ein Territoriensystem geben. Das heißt, wenn du dann ein bestimmtes Gebiet für dich beanspruchen willst, kannst du das tun. Aber dann kann es natürlich passieren, dass andere Tiere auch in dieses Gebiet eindringen oder das Territorium halt für sich beanspruchen wollen. Und da muss man darum kämpfen, beziehungsweise dann den Eindringling finden und ausschalten, um halt das Territorium für sich zu behalten. Außerdem wird es auch einen Tag-Nacht-Wechsel geben und einige Tierarten werden auch eine Nachtsicht haben und haben dann logischerweise in der Nacht einen Vorteil. Des Weiteren gibt es auch einen Wetterwechsel.
Es gibt einmal das Wetter sonnig, bewölkt, leichter Regen, starker Regen, Stürme und Sandstürme. Das Spiel ist erstmal nur geplant für den PC, aber die Entwickler schließen eine spätere Konsolenversion nicht aus. Also die Konsolenspieler müssen nicht ganz so traurig sein. Die Hoffnung auf dieses Spiel für die Konsole besteht noch. Und außerdem ist auch Mod-Unterstützung später für das Spiel geplant, was ich sehr, sehr gut finde, weil ich liebe Mods bei Spielen und ich finde, Mods machen Spiele immer so viel besser und deswegen freue ich mich da natürlich besonders drüber. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt erstmal einen guten ersten Eindruck von dem Spiel machen. Wenn euch das Spiel gefällt, schaut wie gesagt gerne unten in der Videobeschreibung vorbei, dort findet ihr das bei Steam. Und ganz wichtig, wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, stellt gerne Fragen in den Kommentaren, lasst ein Like da. Dann werde ich euch auf jeden Fall in der Zukunft weiter über dieses Spiel informieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.